Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Präsentation in PowerPoint Live, während ihr in Teams seid, übersetzen könnt. Und zwar sowohl als Präsentierender als auch als Zuschauer. Wir sehen hier im Moment die Präsentationsansicht bei dem Präsentierenden. Wie ihr dazu kommt, das habe ich in dem Video, das in der Infokarte verlinkt ist, genauer erklärt. Es geht hier um PowerPoint Live. Das heißt also, hier eine dieser Folien habe ich präsentiert und jetzt kann ich über das Drei-Punkte-Menü hier die Folien übersetzen und zwar zum Beispiel ins Englische. Und damit habe ich jetzt meine Folie hier auf Englisch. Da, wo der Text ein bisschen länger in der Übersetzung ist, da gibt es vielleicht auch manchmal so Abweichungen, aber im Prinzip finde ich, funktioniert es ganz gut und ich zeige euch jetzt mal die Teilnehmeransicht. Beim Teilnehmer ist es jetzt immer noch auf Deutsch. Das heißt, es wird nicht automatisch für die Zuschauer auch übersetzt. Das heißt aber auch, wenn der Zuschauer jetzt sagt, ich möchte diese Folien in Spanisch zum Beispiel sehen, dann sieht er sie in Spanisch und das wirkt sich nicht auf die anderen Teilnehmer und auf den Moderator aus. Also ihr könnt sowohl als Teilnehmer als auch als Moderator die Folien übersetzen lassen, ohne dass die anderen das weiter beeinträchtigt. Wichtig zu wissen ist, das geht nur mit der Microsoft Teams App, also nicht im Browser und nur, wenn ihr an Teams angemeldet sind, also nicht mit einer anonymen Teilnahme in einer Präsentation. Was den Datenschutz angeht, gilt dasselbe wie für die Übersetzungen, zu denen ich auch schon ein paar Videos gemacht habe. Die Daten werden über einen Microsoft-Server übertragen, dort übersetzt und kommen dann bei euch entsprechend am Bildschirm raus. Ja, wenn dir das gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne einen Like und abonniere den Kanal. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.